Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Blue-Zeit 6 am 24.10.2024 auf der Katakombe. Schwierigkeitsstufe Schwemm, Luftablassen-Modus und das sind die Regeln. Du darfst Zweifel platzieren, musst aber gar nicht, hast wirklich ordentlich viel Kohle für Runde 38 und alle Bloons sind hier getarnt. Okay, los geht's! Die Lösung ist hier wirklich super einfach und zwar so einfach, dass du einen Bumerang-Affen nehmen kannst, ihn hier direkt an den Start platzieren kannst und dann hier die Stufe 5, 0 und 2 machen kannst und dann dein Spiel einfach schnell laufen lassen kannst. So, die Bloons kommen hier nicht einmal ins Bild. Die werden von diesen rotierenden Gleven einfach lockerlässig auseinandergenommen. Am Ende kommen noch zwei Keramik-Bloons. Die kommen etwas ins Bild, aber auch nicht wirklich sehr weit. So, das ist der erste Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und 35 Süßigkeiten. Die zweite Lösung ist so eine Art Spaßlösung und sie geht mit dem Mörseraffen. Den kannst du irgendwo hin platzieren. Mach als Verbesserung 2-0 und die Stufe 5. Dann klick hier auf Ziel einstellen und setzt dein Fadenkreuz hier an diese Stelle hin. Okay, auch hier kannst du dein Spiel wieder schnell laufen lassen. Unser Mörseraffe hat absolut keine Schwierigkeiten damit, die ganzen Runderneuerungsbloons zu stoppen und zum Platzen zu bringen. Am Ende bei den beiden Keramikbloons braucht er etwa 2 Schüsse pro Bloon, aber auch die bekommt er locker lässig platt. Und damit kann ich wieder meine nächste Kiste öffnen und ich entscheide mich diesmal für einen Eisaffen. Also, Kiste geht auf und ich bekomme einen mit 2-1-0. Und einen mit 040. Der ist echt gut. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.